ein bisschen mehr als ein Monat ist vergangen, seit Zelda Tears of the Kingdom erschienen ist. Und nach mehr als 130 Stunden, 900 Krogsamen, 150 Schreien, der gesamten Story und dem ganzen Sammelkram wird es nun endlich Zeit, darüber zu reden, was das Spiel gut und was es vielleicht auch nicht so gut macht. Zu Beginn will ich direkt den offensichtlichen Elefanten im Raum ansprechen. Gerade vor Release von Tears of the Kingdom haben viele gesagt, ich hatte auch die Befürchtung, dass es nur ein DLC wäre oder ein Breath of the Wild Clone. Und das kann ich auf jeden Fall verneinen. Nicht nur, weil mir kein einziger DLC einfallen würde, der diese Masse an Content bringt, sondern auch, weil sich so extrem viel geändert hat, dass es schon eher ein anderes Spiel ist als Breath of the Wild. Das bringt mich auch direkt zum ersten positiven Punkt und das sind die neuen Fähigkeiten und hier ganz besonders das Kameramodul. Weil man kann mit dem Kameramodul jetzt Selfies von sich selber machen mit... Ich meine natürlich die Ultrahand. Und das damit verbundene verbinden. In meinen ersten Stunden im Tutorial war ich erstmal kein Fan von dem Verbinden, war überfordert und genervt, dass ich jetzt irgendwie was basteln soll, um von A nach B zu kommen. Wieso kann ich nicht einfach über den Fluss schwimmen oder ihn umgehen? Wieso habe ich keinen Rivali Sturm, aber dazu komme ich später noch. Jedenfalls habe ich sehr, sehr lang gebraucht, um diese neue Mechanik im Spiel auch wirklich sinnvoll einzusetzen. Mein Hirn war bis zum Schluss darauf konditioniert, zu klettern, zu Fuß zu gehen oder zu schwimmen. Ich habe schon einige Lobeshymnen auf das Feature und die Implementierung gesehen. Deswegen will ich es kurz machen, worüber man eigentlich ein eigenes Video machen könnte. Die Ultrahand ist ein Feature, das seinesgleichen sucht. Nicht nur die unglaubliche Menge an Möglichkeiten, sondern wir müssen auch mal darüber reden, wie bugfrei das Ganze funktioniert. Jede noch so verrückte Konstruktion funktioniert und lässt die Konsole eben nicht explodieren. Ich bin absolut geflasht, wie viel Content TOTK bietet, gerade auch im direkten Vergleich mit BOTW. Es gibt immer noch hier und da Landschaften, wo nicht so viel los ist, aber diese Anzahl wurde extrem reduziert, wo man auch bei BOTW die ein oder andere leere Steppe hatte, ist TOTK jetzt vollgestopft mit Leben. Dazu kommt ein Untergrund, der nochmal die gesamte Map ausfüllt und die Inseln im Himmel. Es ist so überwältigend, das Design ist so clever, man kann vom ersten Absprung aus dem Tutorial einige interessante Orte entdecken, wie zum Beispiel die Schreine, die jetzt extrem grün leuchten, damit man sie auch gar nicht übersieht. Unten angekommen ist man auf dem Weg zum ersten Schrein, stolpert man schon wieder über 15 neue interessante Orte. Gerade in den ersten, ich würde sagen 50 Stunden, waren meine Leuchtmarkierungen ständig in Benutzung. Damit einhergehend muss ich ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wie ein Spiel so unfassbar gut aussehen kann und gleichzeitig so gut performen kann und das auf einer veralteten Handheld-Android-basierten Konsole. Ich bin technisch absolut überfragt, wie das möglich ist und existieren kann, während gleichzeitig FPS-Drop-Will-Pokémon auf derselben Konsole läuft und von sowas wie Gollum will ich gar nicht erst anfangen. Dazu empfehle ich wieder mal extrem den guten Samt, der aktuell an dem Technikvideo von TOTK sitzt und es brennt mir unter den Fingernägeln zu sehen, wie TOTK diese Performance auf die Straße bringt. Man muss nur das allererste Mal aus der Luft hinunterfliegen, in Topspeed, dann direkt in ein Loch zur Unterwelt und es muss nie nachladen, es flackert nicht, es gibt keine Frame-Einbrüche, es ist ein unglaubliches Gefühl, welches ich so noch nie in irgendeinem Game hatte. Bei Gefühl sind wir auch direkt bei meinem nächsten Punkt und zwar die Story. Wer erinnert sich an Breath of the Wild? Link kommt aus dem Schrein raus und man sieht Hyrule. Das war so ein grandioses Opening und TOTK setzt dem Ganzen nochmal eine Kirsche oben drauf. Jetzt springt man von der Insel nach unten, der TOTK-Song kommt und wer da keine Gänsehaut bekommt, dem kann ich echt auch nicht mehr helfen.
Ich will die Story nicht spoilern, aber für Zelda-Verhältnisse ist das das Beste, was wir je hatten. Und ja, am Ende muss man sich die ein oder andere Träne wegdrücken, wenn die Puzzleteile der Story sich allmählich zusammenfügen. Wer hier mehr dazu wissen will, schaut sich am besten meine anderen Videos an. Einmal alles, was du vor TOTK wissen musst und das Video über alle Erinnerungen von TOTK. Ich muss sagen, klar gibt es noch 100, wenn nicht sogar 1000 weitere positive Kleinigkeiten, durchdachte Nebenmissionen, die sich nicht ständig wiederholen. Das ganze Synthese-Feature für die Waffen haben wir gar nicht angesprochen. Die Liebe zum Detail, die cleveren Schreinmissionen und. Das Game ist für mich eine 10 von 10, ganz objektiv betrachtet. Aber ich habe ja zu Beginn gesagt, vielleicht macht das Spiel ja auch einige Dinge nicht ganz so gut. Den Kritikpunkt hatte ich auch schon zu BOTW-Zeiten. Der bleibt leider auch in TOTK bestehen. Die Abnutzung der Waffen wurde ja gewissermaßen mit dem Synthese-Feature gefixt. Ich verstehe ehrlich gesagt den Ausdauerregler immer noch nicht. Rennen, Klettern, Schwimmen und Gleiten kostet Ausdauer. Blocken, Angreifen, Fliegen mit dem Wingsuit, Tragen von Gegenständen, Springen, das kostet keine Ausdauer. Es ist einfach irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes. Wofür überhaupt diese Energieleiste, wenn das Einzige, was damit eingeschränkt wird, deine Freiheit in einem angeblich freien Open-World-Game ist? Es ist ja auch nicht so, als könnte man durch Essen nicht sowieso unendlich Energie haben. Somit kann man auch keinen OP-Loot hinter hohen Bergen, langen Flüssen oder Treibsand verstecken. Ich verstehe es nicht und werde es wohl auch nie verstehen. Ich wollte den Vergleich eigentlich vermeiden, aber wieso hat man es nicht wie in Elden Ring gemacht? Wahrscheinlich wäre das Spiel dann in Kämpfen zu schwer. Das kann ich nachvollziehen, absolut verstehen. Dann lasse ich die Energieleiste doch einfach ganz weg. Ich verstehe es nicht. Ersetzt das Pferdezähmen-Feature und die Bullet-Time durch was anderes, dann hast du da die Ausdauerregelung nicht mehr. In Bosskämpfen, wie in einem Windtempel, hat man ja eh durchgehend maximale Ausdauer. Ihr merkt, das Thema macht mich echt verrückt, weil ich es so sinnlos finde. In so einem perfekten Game macht diese Ausdauergeschichte das Spiel einfach total kaputt. Den Punkt will ich actually kurz halten. Wir sind uns, glaube ich, einig, die alten Reckenfähigkeiten waren besser und die Geister, die wir jetzt haben, nerven übertrieben im Kampf. Man muss den einzelnen Geistern hinterherlaufen, um die Fähigkeit zu aktivieren, außer jetzt mal Tulin, den können wir außen vor lassen, der wird beim Fliegen automatisch eingesetzt, oder Yunobu beim Sprengen, aber die anderen sind so nutzlos und sind die meiste Zeit bei mir auch aus gewesen. Das war im POTW viel besser eingebunden ins Gameplay. Erinnert euch mal zurück, man musste springen gedrückt halten für Rivali. Mifa war automatisch eingesetzt bei einem Tod. Der Schirm beim Blocken und die OP-Blitzattacke beim Aufladen des Angriffs. Jetzt lauf erstmal dem Geist hinterher. Ständig steht er an der falschen Stelle und dann aktiviere erstmal die Fähigkeit. Ist einfach ein schlechtes Feature und muss ich echt sagen, finde ich nicht gut. Das ist mein letzter Punkt, mein letzter, in Anführungsstrichen, Negativpunkt. Vorab, das ist natürlich auch eine subjektive Meinung von mir und mir ist bewusst, dass ein Spiel kein mega krasses Endgame haben muss oder einen extrem Wiederspielwert haben muss, um ein extrem gutes Spiel zu sein. Doch TOTK ist so ein grandioses Spiel, das bestimmt 7-8 Jahre in Entwicklung war und es verdient hätte, auch nach Jahren noch gespielt zu werden. Wieso gibt es in Zelda immer noch keinen Multiplayer? Ich bin davon überzeugt, dass Nintendo da sicherlich extrem viele gute Ideen hätte, um das super umzusetzen und das würde auch einen Wiederspielwert für uns Spieler geben, um auch in ein paar Jahren nochmal Tears of the Kingdom anzumachen. Jetzt würde mich natürlich noch extrem eure Meinung interessieren. Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und über ein Follow auf dem Kanal. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.